IO Test. Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute, liebe Freunde, First Dates, aber nicht eine normale Folge. Nein, ich habe eine Nachricht bekommen von Nadine. Nadine hat geschrieben: Hallo lieber Sedo, ich schaue jeden Tag deine First Dates Reactions mit meiner Tochter an, in Klammern 23. Ich weiß nicht, warum sie das Alter dazu geschrieben hat, vielleicht will sie mich mit ihrer Tochter verkuppeln, kann sein. Ich selbst war auch bei First Dates, es war mega lustig und unterhaltsam. Vielleicht möchtest du mal reinschauen, also wenn du lachen möchtest, Folge 172, April 2023, Nadine und Christian, wir feiern dich. Also erstmal freut's mich, dass du mit deiner Tochter hier so ein schönes Ritual habt und meine Videos anguckt. Das ehrt mich wirklich sehr. Zweitens bin ich gespannt, weil ich weiß, wie es da ist. Ich war selber dort. Die meisten von euch haben schon mitbekommen. Meine Folge wurde noch nicht ausgestrahlt. Aber ich glaube, der Moment, wenn sie ausgestrahlt wird und ich sie das erste Mal sehe, das wird in mir etwas auslösen. Ich werde... Weil ich habe die Kontrolle abgegeben, liebe Freunde. Auf meinem YouTube-Kanal, ich habe die Kontrolle. Alles, was passiert, ich weiß, was passiert. Ich weiß, wenn der Dennis irgendwie was schneidet, was ich nicht cool finde, was nie passiert tatsächlich. Dennis und ich, so... läuft alles sehr easy. Aber wenn irgendwas ist, wo ich so denke, oh nee, das passt mir doch nicht, dann lasse ich es rausschneiden und dann kommt die geschnittene Folge hoch. Aber man gibt bei First Dates die Kontrolle ab. Und das ist ein Riesenpunkt. Deshalb, ich bin gespannt, Nadine, was in eurem Date hier alles passieren wird. Ja, für euch da draußen, liebe Freunde, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks und was Leckeres zu trinken. Ganz wichtig, wir wollen hier eine Wohlfühlstimmung. Ja, es bringt hier nichts, diese Videos irgendwie zu gucken während dem Joggen. Bockt nicht. So. Außer ihr seid irgendwie, oh ja, okay, wenn es euch bockt, dann bockt es euch halt, dann macht's einfach. Aber ihr wisst, was ich meine. Bevor wir reingehen, checkt unbedingt den Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zu RTL Plus. Shoutouts gehen natürlich raus an die Kollegen, die erlauben mir hier, dass ich das Ganze mit euch angucken darf. Ich gucke immer nur Schnipsel an, also falls ihr die ganzen Folgen sehen wollt, lohnt es sich auf jeden Fall, einen Account zu machen. Wir gehen rein, Nadine und Christian. So, na dann rein, da ist der Christian. Ja. Hallo, ich bin Christian, 41. Ich bin nicht aufgeregt, wenn ich jetzt an mein Date denke. Ich will einfach nur Spaß haben und jemand sehr Nettes kennenlernen. Digga, jetzt sau die beruhigende Stimme. Oh, hi, ich bin Christian und ich rede dich heute in den Schlaf. Bong. Wir beginnen mit einer langsamen Atemübung. So redet er, ne? Er ist krank. Er klaut Rose. Er klaut eine Rose für Nadine. Krank. Wurdest du festgenommen? Nein. Okay. Ich dachte, weil der Arm noch hinten war. Hätte auch sein können, dass die junge Dame schon hier steht. Nee, die junge Dame steht noch nicht. Ja. Ich kann dir diese Rose kurz halten. Ja, gerne. Danke. Du kannst die Jacke ausziehen. Jawohl. Wie soll sie aussehen? Also der Idealfall wäre schwarze Haare, blaue Augen, Lippen rot wie Blut und Haut wie Milch. Was? Nein, ja, ansonsten sollte die Frau sich wohlfühlen, so wie sie ist. Nadine. Nadine ist jetzt dran. Nadine kommt jetzt, liebe Freunde. Ich sag euch ehrlich, ne? Nur weil Nadine mir die Nachricht geschickt hat, ich halte mich nicht zurück. Ich sag ehrlich, wenn mir was nicht passt, dann wird's passend gemacht. Nadine, you rock! Let's go! Also, ich bin die Nadine. Ich bin halt selber auch ein bisschen tollpatschig. Also, ich kann auch über mich selber lachen und ich finde es halt auch schön, wenn das andere auch können. Ne? Flugbegleiterin aus Siegburg. Gar nicht so weit weg. Eine meiner Banken ist in Siegburg, glaube ich. Ja, oder? Siegburg ist doch da direkt am Kölner Flughafen. Nadine, vielleicht sehen wir uns mal beim Fliegen. Morgen früh fliege ich. Naja, gut, egal. Weiter geht's. Sich nicht selbst so ernst nehmen. Ja, also da ich ja selber 1,80 groß bin, fände ich es schon schön, wenn er größer ist. Und ich mag halt eher so dunkelhaarige Männer. Hallo. Hallo. Wow. Oh. Große Frau. Verdammt. Verdammt, ich lieb dich. Immerhin. Alles klar, danke. Och, das war mal süß. Guten Tag, junge Frau, ich bin der Christian. Hallo, ich bin Nadine. Nadine, schöner Name. Dankeschön, danke. Möchtest du dich setzen? Ja, sehr gerne. Komm. Und dann bitte einmal. Ich muss kurz sagen, ne? Nadine sieht super aus. Spaß beiseite kurz, ne? Man merkt, sie hat sich Gedanken gemacht. Sie sieht schick aus. Clean as fuck. Christian geht ein bisschen unter. Ich sag ehrlich, mit seinem Oldtimer 1981-Shirt, er geht ein bisschen unter. Egal, Hauptsache Spezialmodell, ne? Top-Zustand. Ah, jetzt check ich's erst. Er ist 1981 geboren. Das ist so ein Witze-T-Shirt. Oh, nee, Christian, hast du nicht gemacht, hä? Hör mir auf, du. Hallo? Dankeschön. Bitteschön. Eine wunderschöne Frau, aber halt verdammt groß. Gleichzeitig
Ja. Da passt alles. Die ist. Oh. Oh, Maus. Hör doch perfekt. Auf. Oh nein. Ja. Nein. Nee, wo kommst du her? Ich komme aus Siegburg. Zwischen Köln und Bonn. Ja, ich weiß. Schön. Und du? Morsbach. Siegburg ist ja gar nicht so weit. Geht. Nee. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? 46. Echt? Mhm. Schön, dafür siehst du echt gut aus. Dankeschön. Und du? 41. Nochmal? 41. 41. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob sie sagt so, nee, jetzt ist mir zu jung. Weil als sie 18 war, war er 13, ne? Vergesst das nicht. Vergesst das nicht. Es gibt immer diese Grenze, Leute. 5 Jahre schon viel. Ich habe 2 Töchter. Wie alt? Die gucken zu. 22 und 24. Ich auch, 22, eine. Ja? Ja. Ja, man muss halt schon wissen, was man da vor sich hat oder wen man da vor sich hat. Und da ich halt ihr Alter nicht schätzen konnte, was für mich absolut unmöglich war, weil die Frau einfach verdammt gut aussieht. Süß. Der ist ja Max süß. Habe ich einfach gefragt. Dankeschön. Ja, dann. Auf dich. Ja, auf den Abend heute, ja? Ne? Ja, okay. Mhm. Und sie hat ein schönes Lächeln. Ein wunderschönes Lächeln. Boah, der Bree hat sich verloren in Nadine, ne? Der Bree hat sich maximal verloren. Das ist ein hübsches Lächeln. Danke. Und meine Stimme hört sich normalerweise auch nicht so an. Ich habe noch so die Ausläufer einer Erkältung. Also ich habe mein Bestes gegeben. Warum hat eigentlich jede Frau ein Problem mit ihrer Stimme? Ja, weil ich erkältet war. So höre ich mich nicht an. Das ist Doreen. Und wenn Doreen im Restaurant steht, bedeutet das, dass in der Küche keine Arbeit hat. Ja, das stimmt. Ich habe keinen Bock. Wenn ihr jetzt an den Tisch geht, dann würdet ihr was bestellen. Dann hätte sie wieder Arbeit. Dann kann ich wieder arbeiten. Ja. Ein guter Mitarbeiter sucht sich immer Arbeit. Ja, ja, ich weiß, das denke ich aber euch jetzt gerade, weißt du? Ja, natürlich, na klar. Ich suche auch meine Arbeit. Und maximal die süße Köchin, ne? Ich heule. Mir die Drinks. Oh, das Dankeschön. Ist aber nett. Bitteschön. Ja, dann kommt zu Tisch, froh und frisch. Der Tisch ist gedeckt, jetzt muss nur noch ausgesucht werden, was heute hier am besten schmeckt. Hast du außer deiner Arbeit noch Hobbys? Ja, also zu 80-90% mag ich es eher ruhiger, muss ich sagen. Also ich bin gerne in der Natur, ich wandere gerne, wenn es geht. Spazieren gehen, lesen, also wirklich eher ruhig. Ich bin halt auch gerne in der Natur unterwegs. Ich genieße die Natur, ich liebe die Natur. Das ist ja auch so ein bisschen mein Ruhepol, rauszugehen oder in den Wald zu gehen oder überhaupt die Natur wahrnehmen zu können. Und das scheint er halt auch gerne zu machen und zu leben. Das ist so ein wichtiger Punkt, preach der it. Auch stimmig ist für mich. Was ich beeindruckend finde, dass du so groß bist und trotzdem noch so eine gute Figur. Was für ein Kompliment, dankeschön. Ja, weil es gibt nicht viele Frauen, die groß sind und eine gute Figur haben. Fand ich auch sehr. Hä? Woran? Hä, warte mal kurz. Bin ich gerade blöd oder ist gerade in meinem Kopf was verschoben? Teilweise, Frauen, die größer sind, haben meistens sogar diese krassen Figuren, finde ich. Also in meinem Kopf irgendwas schiebt sich gerade hier noch nicht zusammen. Was meint er denn damit? Umso größer? Hä? Junge, diese ganzen krassen Models zum Beispiel, ne? Also ich möchte jetzt nicht hier darüber reden, was eine perfekte Figur ist. Also bitte, hier, ich bin, ne? Ich stehe auf Kurven. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit perfekte Figur diese skinny Bitch meine, so auf den. Aber diese ganzen Models, die sind doch alle so auf 1,80 Basis angelehnt, ne? Oder bin ich jetzt blöd? Die haben doch immer diese, also was heißt immer? Die haben immer diese krassen Figuren und diese langen Beine. Also ich finde das Kompliment auch süß und übel passend. Aber die Aussage hat keinen Sinn gemacht, oder bin ich blöd? Man kann groß, aber man kann auch klein sein und eine krasse Figur haben. Aber gut, krasse Figur ist eh Ansichtssache, ist voll Geschmackssache. So, jeder Mensch steht auf was anderes. Irgendwie, also, dass er das nochmal so betont hat. Ach so, übrigens, ich bin ein absoluter Serienfreak. Filme, Serien, das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr gerne. Und ja, jetzt mit der Gilmore Girls. Und ich brauchte jetzt mal ein bisschen Ausgleich, weißt du? Gilmore Girls fand ich immer unglaublich toll, weil die Mutter, die ist mir in dieser Serie unglaublich sympathisch. Und haben wir schon getrunken? Die sind schon mal ein bisschen was süß zusammen, ne? Also, Nadine, hör mir auf. Ihr macht das gut. Er hat mich immer weiter animiert zu trinken, also. Das fand ich auch sympathisch. Also ganz ehrlich, ich gucke gar nicht so viel Fernsehen.
Aber ich kann mich auch gerne dazu hinreißen lassen, mich mit dazu zu setzen, dazu zu sein. Und ich sage ehrlich, zum Fernsehen schauen oder zum Serien schauen muss man sich ja nicht hinreißen lassen. Ja, das macht man einfach. Das ist so, wenn du die Zeit hast und wenn das dein Ruhepol ist, wenn das ist, wie du runterkommst, es gibt nichts Geileres. Ist wirklich bei mir auch so nach so einem langen Arbeitstag. Ich freue mich aufs Bett. Ich freue mich reinzulegen. Einfach noch hier ein, zwei Folgen Prison Break anzumachen. Ich gucke gerade nochmal Prison Break. Ich habe das vor ein paar Jahren mal geguckt. Also wirklich so 5, 6 Jahre her oder so. Und dann, das ist schon schön. Das tut gut. Ne? So. Einfach mal so eine Serie zu genießen. Ja, kann ich sagen. Das ist alles ernst gemeint. Es ist ja alles ernst gemeint. Ich meine, guck dir die Frau doch an. Die Nadine, so einen tollen Körper. Alles straff, alles schön. Da ist kein Makel zu sehen. Ja, die Augen, klasse, die Haut. Oh, schön. Der Bre ist echt, also ein Kompliment geben ist der krass. Das ist ein ehrlicher Dude, ne? Also der ist sehr ehrlich. Der hat diese Ehrlichkeit durchgespielt. Nadine, guten Appetit. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Lasst euch schmecken, Bres. Bres und Breminen. Sag mal, warst du denn verheiratet? Mhm. Okay. Du? Ja, zweimal. Zweimal? Ja, bist du jetzt geschockt? Nein. Nee, ich ist auch in Ordnung. Ich ist bin halt in Ordnung. So der Romantiker gewesen. Eigentlich bin ich es immer noch. Als Nadine mir erzählt hat, dass sie zweimal verheiratet war, war ich im ersten Moment nicht geschockt, aber überrascht. Und jetzt ist halt auch für mich so der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt hätte ich mal wieder Bock, mich zu verlieben. Das ist so. Süß. Ich sage ehrlich, mit 46, zweimal verheiratet, ich finde es nicht mal schlimm. Also, Spaß beiseite. Heiraten tust du ja mit einer Person ganz oft aus dem Grund, weil du ihr dein ganzes Vertrauen schenkst, weil du davon ausgehst, dass es funktionieren wird, weil du davon ausgehst, dass es für immer und ewig bleibt. Und heiraten ist ja auch für viele Leute eine schöne Sache, für manche auch nicht. Manche sagen, nee, ich brauche keine Hochzeit, alles schön gut. Aber für viele Leute ist das ja so eine einfach, also ich zum Beispiel, ich persönlich, wenn ihr mich fragt, ich will unbedingt heiraten. Ich habe richtig Bock drauf. Das Einzige, wovor ich Angst habe, sind die Kosten. Da kommt so ein bisschen der Schwabe in mir durch. Ich habe gehört, Hochzeiten können sehr teuer sein. Leute, ich habe mit Leuten diskutiert, die haben 30.000 Euro ausgegeben für eine Hochzeit. 30.000 Euro? Dafür kann ich mir mein Auto 40 Mal kaufen. 40 Mal mein Auto. Ich hätte eine ganze Flotte. So, das finde ich schon krass. Aber nee, gute Frage. Oh ja. Jetzt mal eine Frage für die Rentner hier. Ne? Für die alten Leute, die schon geheiratet haben. Ne? Dings, schreibt mal unten rein, wie teuer eure Hochzeit war. Aber nur, wenn ihr Eier habt. Nur, wenn ihr euch traut. Und ich bin gespannt, A, welches die günstigste sein wird. Und warum? Schreibt dazu, warum die so günstig war. Wie habt ihr das hinbekommen? Und B, schreibt unbedingt dazu, wie viele Leute ihr eingeladen habt. Also, wie viele Gäste es gab. Weil klar, wenn man nur zu zweit zum Standesamt geht, danach was essen. Klar, kostet Hochzeit dann nur 120 Euro. Und dann bin ich auch gespannt, was die teuerste Hochzeit ist. Aber nicht flunkern, das bockt nicht. Nicht lügen hier, braucht nicht rumflexen und so. Seid einfach ehrlich. Bin gespannt. Bin ich sehr, sehr gespannt auf die Kommentare. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du die Einstellung hattest? Naja, ein paar Jährchen schon, ne? Ja, ist vielleicht auch am vernünftigsten. Es gibt halt auch Leute, die stürzen sich natürlich von einer Beziehung in die nächste. Was definitiv automatisch schief geht, weil das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht gesund. Aber sie hat sich Zeit gelassen. Die Frau ist es wert. Süß. Wie sollte dein Traummann sein? Hast du einen Typen? Ja. Der also dunkle Haare schon. Ja. Auf jeden Fall. Ja, da ich ja selber 1,80 bin, ist es nicht immer ganz so einfach. Das kann jetzt sehr vielfältig sein. In meinem Fall passt das zum Glück. Ich sag euch ehrlich, Christian ist jetzt auch kein hässlicher Mann, ne? Also der ist schon, ich finde schon, der hat ein markantes Gesicht, also schon irgendwie so auch so eine süße Ausstrahlung. Und die Stimme. Ich sag ehrlich, liebe Freunde, die Stimme holt alles raus bei ihm. Stimme holt alles raus, der hat so eine Podcast-Stimme. Guter Zeitpunkt, zum Beispiel jetzt bei einem Besuch in der Fotobox. Wer ist denn da? Ist das die Christine, oder? Die Fotobox war mit Nadine etwas ganz Besonderes. Bitte rummachen, komm. Traut euch. Das lag da schon. Das war so klar. Sie hat gelacht. Sie hat mitgelacht.
Also du hast auf jeden Fall Humor, das ist auch schon mal cool. Jetzt habe ich nur meine eigene nicht vergessen. Und eine schöne Stimme hast du auch. Dankeschön, ja. So, ne, guck, die Leute, die auf Stimmen Acht geben, ne, bin ich nämlich auch so. Stell dir mal vor, ihr lernt jemanden kennen, ihr macht Sprachmemos und so. Also in meinem Fall, ich lerne jetzt so eine süße Maus kennen, so, wir machen Sprachmemos, dies, das. Und dann sie antwortet so, ja, Bruder, normal hab ich Bock auf Cocktailbar, können wir gerne machen, mein Bré. Ich würde mich maximal freuen, wenn du mich ausführst. Wäre geisteskrank geil. Oder halt so eine, hey, ja, nee, finde ich voll süß, können wir voll gern machen. Das ist schon ein Unterschied. Normal ist ein Unterschied, aber ihr wisst, was ich meine. Und vor allen Dingen, dass er halt auch alles abgerissen hat. Das hätte mir genauso passieren können. Nadine, und jetzt etwas entspannter bitte. Oh, warte. Das ist einfach weißt du, nur... du siehst aus wie Hannibal Lecter eigentlich. Ich? Warte, ja. Also er hat sehr gut gerochen, das muss ich sagen. Das ist ja was, wo ich auch drauf achte. Er riecht sehr gut. Ja. Das muss ich sagen. Sie haben nicht rumgemacht. Aber was heißt das für uns? Sind halt, die gehen das Ganze langsam an. Oder ist es vielleicht nicht ihr Vibe? Man weiß es nicht. Aber sind ja auch zwei Erwachsene, sind ja schon Rentner. Die Fotobox war unglaublich gut. Ach, herrlich. Was ist das denn? Oha. Das habe ich aber noch nie gesehen. Sehr überraschend, hat keiner bestellt, aber es stand da. Bitte. Ja, ich weiße Bluse, ne? Und das fand ich in viel mega, Glück auf jeden Fall. Mega süße Aufmerksamkeit. Nochmal danke dafür. Solange die Brocken nicht raus. Bitte pfeif ein Lied. Keine Ahnung, ich habe was Schwarzes ankommen. Nein! Hör auf! Wir fangen gleich vom Stuhl. Kann mich jemand abholen? Das war so nochmal die Kirsche auf der Sahne war das nochmal. Zu diesem Date zusammen. Es war unglaublich gut, es war unglaublich lustig. Vor allem Nadine hatte dann hier beim Lachen so Schokolade auf dem Zahn. Das sah so herrlich asozial aus. Aber sie hat gelacht, sie fand es selber lustig. Am Ende des Tages das Wichtigste ist, dass sie zusammen lachen können. Das ist das Wichtigste. So, ich weiß, also mich hat es jetzt nicht gecatcht, mich persönlich so. Aber auf seinem T-Shirt steht halt auch, er ist ein Oldtimer. So. Gern. So, Christine. Eine Überraschung für euch in der Box. Guckt mal rein. Na, das ist das Schloss. Ja. Schön. Ich will auch mal ein Schloss von Christine haben. Spaß, 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 Spaß. Leute. Darf ich dich einladen? Das fände ich sehr schön, wenn du das machst. Ja? Das finde ich sehr romantisch, auch für die Pose. Ja, dann mache ich das. Sehr lieb. Sehr gerne. Aber ich möchte das Schloss auch gerne noch mal sehen. Ach, wie süß. Die ist, wie gesagt, groß, aber perfekt. Das ist da irgendwie, ich habe keinen Makel gefunden. Optisch sowieso nicht und... Der Bruder kommt immer noch nicht klar, ne? Unglaublich ehrlich und gut. Ich bin unglaublich dankbar für diesen Moment. Also sehr stimmig, überraschenderweise, weil ich am Anfang so gesagt habe, so auf den ersten Blick, weiß ich nicht, ob ich ihn angesprochen hatte irgendwo. Es hat sich im Laufe des Abends doch sehr ins Humorige positiv gesteigert. Bin ich mal gespannt. Natürlich auch, ne? Bin gespannt, ob die beide... Sehr angenehm. Vielen Dank. Danke. Schön, dass ihr da wart. Ja. Tschüss. Es war verdammt gut. Es ist schön. Ich hoffe, der kassiert jetzt keinen Korb, ne? Sonst weint er wirklich. Also ich will sein Gesicht nicht sehen, wenn er einen Korb kassieren sollte. Weil der Bré hat sich Kopf über Fuß verliebt. Was denn? Hast du das Liebesschloss rausgepackt? Mhm. Hast du gut gemacht. Ja, die haben es verdient. Ja. Ich hoffe, die machen was draus. Glaube ich aber schon. Also, zweites Date? Du zuerst. Du zuerst. Nein, du. Nein, du. Du. Also, ich hätte sehr gerne ein zweites Date. Weil, ja? Ich würde dich gerne näher kennenlernen. Sehr gut. Ich möchte auch gerne ein zweites Date mit dir. Süß. Ja. Ja, okay. Sehr, sehr gerne. Und dafür haben wir das hier. Oh, ich heule. Nadine! Gut gemacht! Ja! Gut, Nadine, sehr gut. Okay. Wir gucken rein, was daraus geworden ist.
Nach dem Date waren Christian und Nadine noch in Siegburg feiern und hatten viel Spaß. Beide stellten fest, dass sie gerade keinen Kopf für eine Beziehung haben. Sie bleiben aber Freunde. Leute. Mann. Das finde ich jetzt blöd. Das finde ich kacke. Aber es ist, wie es ist. Was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, nur so eine kleine dumme Idee, ne? Nadine guckt ja gerade zu. Nadine wohnt nicht weit weg von mir. Was mir gerade in den Kopf kommt, ist, ob ich so Interviews mache mit den Personen, die vielleicht hier selber zugucken oder, ne, viele von den Leuten, auf die ich reagiere, schreiben mir danach, bedanken sich entweder für die Reaktion oder sagen, ich soll sie unbedingt runternehmen, weil die es mega kacke finden. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, was wäre, wenn ich mich mit der Nadine treffe und wir so ein Interview machen, so was danach geschah, wie es danach weiterging und so weiter. Das wäre doch richtig krass, oder? Und dann kann ich das immer wieder mal machen. Das wäre, glaube ich, richtig cooles Extramaterial, was man hier hochladen könnte. Sag mal gerne, was ihr von der Idee haltet. Und Nadine, du weißt ja, wo mein Insta ist. Schreib mir gerne nochmal. Wenn du Bock hast da drauf, dann komme ich mal nach Siegburg oder was weiß ich. Bring hier mein Kamera-Equipment mit und dann machen wir ein lockeres Interview. Das wäre doch voll witzig. Ich glaube, ich würde es feiern. Leute, was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Freue mich auch schon wieder morgen aufs nächste Video, denn morgen 14 Uhr kommt hier wieder ein Video online. Jeden Tag 14 Uhr. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ey, heute ist der Tag. Tut es. Traut euch. Kostenlos. Ist nur ein Klick. Abo, Glocke aktivieren und ihr werdet von YouTube erinnert. Vor allem, wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr von YouTube erinnert, wenn ein neues Video online ist. Heißt, ihr könnt es nie wieder vergessen. Ihr könnt nichts mehr verpassen. Mich würde es freuen und wir sehen uns morgen. Bis dahin, haut rein. Passt auf euch auf. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide zu